So, willkommen zurück. Diesmal nur am Sonntag mit Pillars of Eternity. Ich bemerke die Nachricht links oben. Hauptburg, Bauten abgeschlossen. Das freut mich sehr. Ich habe offenbar eine andere Nachricht schon oder einige andere Nachrichten offenbar schon verpasst. Unter anderem, dass offenbar irgendwelche Steuereinnahmen, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie überhaupt habe, von Banditen gestohlen wurden in meiner Burg. Was wohl bedeutet, dass ich die Sicherheit in meiner Hauptburg, also meiner, hier, dem Ding, hier ist auch was Grünes angezeigt schon, irgendwelche Nachrichten, dass ich die wohl erhöhen muss. Ah ja. Sehe ich auch gerade hier. Runde 5. Steuern eingetrieben. Alle Einnahmen gingen an Banditen verloren. Danke für den Tipp. Hätte ich tatsächlich übersehen. Übrigens, der Grund, warum ich nur heute gerade Folgen rausbringe, ist, weil ich gestern zu Besuch, muss man sagen, im Krankenhaus war. Das war nicht so geplant. Ging aber logischerweise vor. Okay, die Bauten sind abgeschlossen. Also brauche ich jetzt mal irgendwas, was die Sicherheit des Ganzen erhöht. Hier zum Beispiel der westliche Wachturm. Scheint die Sicherheit zu erhöhen, und zwar um 2. Irgendwelche Türme erhöhen das Ansehen und die Sicherheit. Ich will eigentlich nur die Sicherheit erstmal haben. Ah ja, die noch mehr Sicherheit erfordert erstmal den westlichen Wachturm. 2 weitere Dinger vorhin. Oh, guck mal hier, die Kaserne. Sicherheit plus 3. 2000 Kupfer. Plöppel. Mach ich einfach mal. Kaufe ich 2 Tage später mal ein bisschen mehr Sicherheit. Wunderbares Ding. Ich speichere das Ganze nach diesem erfolgreichen Ausbau und folge ein paar weiteren Tipps von euch. Und zwar soll diese Schenke hier noch eine zweite Etage haben, die ich offenbar bisher übersehen habe. Ist die vielleicht hier zu finden? Oder da? Irgendwo muss es dementsprechend eine Treppe geben. Dummerweise ist mein Bildschirm gerade relativ dunkel im Vergleich zur Sonneneinstrahlung, also beziehungsweise zur Helligkeit dieses Zimmers. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das noch irgendwie finden werde. Hier. Achso, hier wollte man nichts klauen, weil der Besitzer, glaube ich, so nett war. Eine zweite Etage. Ja, vielleicht ist es ja im vorderen Bereich des Saloons zu finden. Hier zum Beispiel, dieser wundervollen Treppe. Die könnte einen Hinweis darauf bieten, dass das Gebäude eine zweite Etage hat tatsächlich. Ein erstes Obergeschoss. Ja. Auch was für eine chillige Musik. Ich muss kurz überlegen, habe ich eigentlich den Soundtrack von Pillars of Eternity? Es kann gut sein, dass ich den mitgekauft habe. Bei Rollenspielen lohnt sich das in der Regel. Drallschuss, Dado, Hurdy, Ilfa, wer seid ihr denn? Dado ist damit beschäftigt, einen Sporn von einer kleinen runden Patronenkugel zu feilen. Ah ja. Hurdy, ein stämmiger Aumauer, hebt die Hand zum Gruß. Dann hebe ich sie auch. Und Ilfa. Ilfa nickt dir zu, einen Humpen in der Hand und einen Streitkolben über die Schulter gelegt. Es ist schön, dass ihr einen Namen habt. Du heißt Schlüssel, das ist ja schön. Die Orlanerin nickt dir zu, ein Kelch Wein in der Hand und ein Zepter auf dem Schoß. Und der Herr Zweifer Weaxel. Howdy do. Ah. Ein Orlaner entspannt sich, die Füße auf den Tisch gelegt. Unter einer vollen Mähne blaugrüner Haare ist an einigen Stellen seine dunkelbraune Haut zu... Was? Ein Orlaner entspannt sich, die Füße auf den Tisch gelegt, unter einer vollen Mähne blaugrüner Haare scheint an einigen Stellen seine dunkelbraune Haut zu sein. Oder scheint sie wahrscheinlich durch oder sowas. Eine Orlanerin ist bei ihm. Sie unterhalten sich lachend mit dem Trio an einem Nebentisch. Also diesen hier. Und er spielt mit einem Dolch. Das ist ein 4, egal. Seine braunen Augen beobachten dich. Du siehst aus, als hättest du schon die eine oder andere Nacht im Dürrewald durchgestanden. Willst du mit uns was trinken? Wer seid ihr alle? Man nennt mich Zweifer Weaxel. Die Dame neben mir heißt Dietrich. Eben hieß sie noch Schlüssel. Wir haben uns mit einer Expedition amüsiert, aber jetzt wollen wir ein wenig abspannen. Jedenfalls für ein paar Wochen. Drallschuss Dado, ein Mann am Nebentisch nickt dir zu. Ich bin Drallschuss Daden. Könnt ihr bitte aufhören, schnell euren Namen zu ändern? Hier ist es Daden, hier ist es Dado. Das sind Hurdy und Ilfa. Wir waren Teil verschiedener Expeditionstrupps, aber wir haben beide Verluste erlitten und entschieden, uns zusammenzutun. Er zählt in seinen Fingern ab. Bestien, Barbaren, Bierwachs. Es sind gefährliche Zeiten für Abenteurer, aber auch lohnende. Am Nebentisch hebt Dadon sein Glas. Auf viele weitere sich lohnende Reisen. Willst du sonst noch etwas? Erstmal nicht, vielleicht aber später. Mit Zwirren werden neben Titeln wie Die Flora des Landes der Lebenden, Einigkeit in Uneinigkeit, eine Geschichte des Todesfeuerarchipels und Abhandlung über die Kulkin ein halbes Dutzend Reisetagebücher zusammengehalten. Ich bin übrigens gerade sehr froh, dass dass der Schriftzug nicht so wahnsinnig nur so 2 Sekunden dastand. Wir speichern das Ganze nochmal nach diesem Gespräch und gucken uns mal hier ein bisschen in den Zimmern um. Vielleicht haben wir ja noch irgendwelche Gesprächspartner. Nur Goldene, und Gold ist ja nichts wert hier. Altweiler, Südküste, okay. Ready, Watcher. Ein Gemälde dementsprechend. Hier eine Truhe, die wir wahrscheinlich knacken könnten, aber es wäre sicherlich illegal. Ja, rotes Schloss heißt, dass es
nicht gern gesehen wäre, das hier zu tun. Ein goldenes Schloss hingegen ist völlig in Ordnung. So, Mechanik 2, 3, 4 dürfte laufen. That's settled. 90 Erfahrungspunkte gesammelt. Was haben wir hier? Oh, Dietrich und Obst. Wie praktisch. Hey. Die Dietrich haben wir nicht G oder verbraucht für diesen Schloss. Für dieses Schloss, Entschuldigung. Hier haben wir ein paar weitere goldene Charaktere, deren Augen ich lesen könnte. Das Oki. Okay. Ist wahrscheinlich ein Schwabe, heißt eigentlich das Oki. Warte mal, ist hier unten noch irgendwas? Nein, da unten scheint nichts zu sein. Hier haben wir irgendwas. Ein Buch. Die unfassbare, bedauerliche Geschichte von Favia und Bernhard, eine valianische Tragödie. Die würde ich mir gerne mal anschauen. Und was ist hier? Die Seiten dieser alten Bücher sind von Salz der Meeresbrise spröde und duften fein. Ja, okay. Die unfassbar bedauerliche Geschichte von Favia und Bernhard, eine valianische Tragödie. Szene: Layla beobachtet, wie Bernhard sich Favias Baum nähert, auf der Suche nach ihrer menschlichen Gestalt. Layla: Seht, nun beginnt der Spaß, auf den so lange ich gewartet. Verloren seine Liebe, verloren auch sein Leben und alles, wonach ich strebte, wird nun vollendet sein. Er sagt, er kenne seine Liebe. Keine Macht der Welt könne ihn fernhalten von ihr. Doch, was kann Macht gegen List schon tun? Seine Liebe, er wird sie nicht finden, denn sie ist seine Liebe nicht länger. Denn sie ist seine Liebe nicht länger. Durch ihren Tod allein kann der Zauber aufgehoben werden. Doch dann ist es zu spät. Doch wartet, er hat sie erblickt. Layla tritt zurück, um zu beobachten. Sag, Sterblicher, warum kommst du hierher? Diese Wälder sind für deinesgleichen nicht. Der Menschenbelange scheren den Baum nicht. Geh, geh, ehe dein Willkommen versiegt. Schändliche Kreatur, wo ist meine Liebe? Was hast du mit ihr getan? Stets war dies der Ort für unsere Treffen. Nie zuvor erblickt ich dich. Wo ist meine Liebe? Antworte, antworte, ehe meine Geduld versiegt. Narr. Dies ist mein Land, dies ist mein Baum. Nie zuvor ward deine Anwesenheit gespürt. Ich erbitte erneut, geht. Mein Großmut wird kein drittes Mal bestehen. Layla tritt wieder nach vorne. Gerede, Gezanke, lass uns die Geschichte zu einem schnelleren Ende bringen. Layla holt Luft und reißt den Mund auf, als würde sie schreien. Aus dem Gehölz, in dem das Pfrgra steht, ertönt ein Schrei. Meine Liebe! Bera tritt vor, das Schwert in der Hand. Rüste dich, Schurke! Nicht einmal der Tod kann zwischen mir und meiner Liebe stehen. Ich werde sie befreien oder du wirst sterben. Bernhard bewegt sich auf Favia zu, die sich zum Kampf schließt. Sie kämpfen. Während des Kampfes wird Bernhard schwer verwundet, als er Favia den Todesstoß versetzt. Sie fällt zu Boden und während sie stirbt, wird der Zauber aufgehoben. Sie verwandelt sich wieder in ihre Dilemgarn-Gestalt. Bernhard, mein Bernhard, meine Liebe, was hast du mir angetan? Was habe ich gesagt? Was habe ich getan? Ist unsere Liebe in deinem Herzen erkaltet? Favia, meine Liebe, mein Leben, welch böse Magie hat dich befallen? Wie kann es sein, dass durch meine Hand du fällst? Pfui, pfui, ihr Götter, ob dieses Betrugs, pfui, allen, die uns im Wege standen. Fürchte dich nicht, mein Geliebter, denn nun sind wir ewig zusammen und werden es ewiglich sein. Nichts kann uns mehr trennen. Doch sieh, wie dunkel wird es nur. Wo ist die Sonne denn geblieben? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich werde dich finden. Ich werde... Favia stirbt. Verflucht sei der Teufel, der derart mich betrogen hat, die Liebe in der Hand zu halten und dann entrissen zu bekommen. Bernhard zuckt zusammen und greift unter sein Hemd. Seine Hand ist blutbedeckt, als er sie wieder hervorzieht. Welch Glück, welch Zufall. Aus Tragödie mag Gutes doch entstehen. Favia, meine Liebe, bald werde ich in deinen Armen ruhen. Wir werden beisammen liegen für immer und ewig, Seite an Seite. Ich gehe nun zu meiner Liebe. Berat, deine kalte Umarmung, ich nehme sie an. Ich heiße deine Gesellschaft willkommen. Ich bitte um deine Gnade. Bernhard legt sich neben Favias Leiche auf den Boden. Bernhard, ich bin bereit. Bernhard stirbt. Layla tritt aus ihrem Versteck und eilt zu Bernhards Leichnam. Bernhard, du Narr, du Schuft, wie kannst du mich verlassen? Ich bin allein, ich bin vergessen, ich bin verstoßen. Ohne deine Liebe, wie soll ich denn nur weiterleben? Das Leben bietet mir nichts, ohne dein Antlitz, auf das zu blicken, ich vermag. Was soll ich tun? Doch hier, meine Erlösung, meine Antwort. Layla hebt Bernhards Schwert auf. Seine Klinge, seine Waffe. Ich lasse mich von ihm aufspießen. Er wird mich dich trennen. Ich gebe meine Liebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, meine Liebe. Du wirst mein sein. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Layla spießt sie mit dem Schwert auf. Ich komme, meine Liebe. Mein Bernhard. Warte auf mich. Ich werde dich finden. Wir werden ewig leben. Layla stirbt. Ja, das ist doch mal eine ganz schöne Tragödie. Nee. Also schön nicht. Ich fand sie immer gräulich, als wir sie in der Schule gelesen haben. Wir haben gefühlt jahrelang nur Tragödien gelesen.
ist gerade auch für pubertierende Leute sehr, sehr erbaulich. Und dann fragen sie sich später, warum sie alle Emos werden oder irgendwie Gothic hören oder Metal oder irgendwelche anderen, ich sage mal, lebensüberdrüssigen Musikrichtungen. Und wie ja auch ich, wenn man die ganze Zeit nur so einen depressiven Mist liest. Aber gut, was soll man machen? So, ich speichere mal. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Tragödien heutzutage noch nachvollzogen werden können. Also Tragödien aus dem 18. Jahrhundert von J.W. Goethe oder was weiß ich wem. Während Komödien einfach nicht mehr lustig sind. Vielleicht auch niemals waren. Aber gut, was soll man machen? Ah ja, Drama haben wir auch noch jede Menge gelesen. Mein Gott, ey. Ein Drama jagt das nächste. Das ist ja noch besser. Richtig erbaulich alles. Gut, wir befinden uns jetzt in Trutzbucht. Im Viertel des Kupferwegs. Ich habe beschlossen, mit auf Rat von Centurio war das, glaube ich, dass ich wieder mal Viertel für Viertel jetzt abgrasen werde, damit ich sozusagen nichts Großartiges vergesse. Ich war ja bereits in Ponisks Haus, habe da eine Drogenbande ausgeräuchert und habe Ponisks Frau geraten, nicht mal dorthin zu gehen. Hier geht's nur zu den anderen Städtchen. Katakomben sind hier. Urfeuer. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Hier war, glaube ich, der Markt. Nee, hier war der Markt. Ja, genau, hier war der Markt. Wunderbar. Warte mal, wäre es. Ich glaube, es ist fast wirklich sinnvoller, wenn wir es am Tag machen, weil gerade so ein Marktviertel ist am Tag doch sicherlich weitaus belebter als Nacht. Das heißt, ich werde mal kurz hier ruhen. Mit der Erlaubnis des freundlichen Bischofs hier. Good day, dear. Hast du ein Zimmer für mich? Ich zeige dir, was ich habe und ich kaufe, was du hast. Ich nehme den Gemeinschaftsraum, es reicht völlig. Ich möchte eigentlich nur. Wieder Tageslicht haben. Denn ich bin mir eigentlich gesagt nicht ganz sicher, ob es hier sowas wie Tagesabläufe in diesem Spiel gibt. Nicht, dass die Hände jetzt gerade alle schlafen gegangen sind, wovon eigentlich auszugehen wäre. Ist es jetzt der frühe Morgen hier? Ich hoffe doch. 8 Stunden sind vergangen. Das wird schon passen. Hier war irgendwo der Markt. Kann sein, dass es noch sehr früh am Morgen ist. Naja gut, der frühe Händler fängt den Kunden, heißt ja auch. Und Lora ist eine frühe Händlerin. Hallo, Lora. Hello. Hello. Die junge Frau steht neben einem Karren und beobachtet die Mengen mit großen, intelligenten Augen, die sich ins Visier nehmen, als du dich näherst. Und lass dir ruhig Zeit, Reisende. Wenn du nach verzauberten Schriften oder Gewändern suchst, bist du bei mir richtig. Nun zeig mir doch mal deine Waren. Du hast, Siegelring des Glaubens. Ach, für 14.250. Und da hört man fast mal das gesamte Geld von mir weg. Da muss man richtig gut sein. Kann nur verwendet werden von Priestern? Plus ein, Stufe 1... Was? Plus eine erste Stufe Zauberanwendung. Ah, plus eine, also ein, jeweils eine erste Stufe Zauberanwendung, eine Stufe 2 Zauberanwendung, eine Stufe 3 Zauberanwendung. Okay. Dieser dicke Eisenring ist verbeult und verkratzt und scheint lang und intensiv genutzt worden zu sein. Er ist mit 11 kleinen Perlen besetzt, eine für jeden Gott. Er wurde von einem erdiranischen Priester gefertigt, um ihn an seinen Glauben zu erinnern, insbesondere im Eifer des Gefechts. Es heißt, wenn er mit den Fingern gegen die Perlen rieb, stieß er ein kurzes Gebet an jeden der Götter aus, die ihn im Gegenzug segneten. Aha. Teldas Ring. Kann nur verwendet werden von Zauberern. Zwei weitere Stufe 2 Zauber und ein weiterer Stufe 4 Zauber. Telda war eine Elfenzauberin aus Aedir, die immer wieder an die Grenzen ihrer beträchtlichen Macht zweifelte. Nachdem sie fast 200 Jahre lang die meisten Zauber gemeistert hatte, die den Gestandenen bekannt waren, stellte sie fest, dass ihre größte Herausforderung nicht in ihrem Repertoire lag, sondern in ihrer Unfähigkeit, ihre Magie regelmäßiger einzusetzen. Sie verbrachte das letzte Jahrhundert ihres Lebens damit, einen Weg zu suchen, ihre Fähigkeiten zu verstärken. Als sie schließlich den Zauber entwickelt hatte, den sie benötigte, ließ sie ihn mit diesem Ring bannen, damit der umsichtige Zauberer den Zauber nicht bewirken müsse, um ihn zu nutzen. Okay, Ring der Abwehr bringt wahrscheinlich mehr Abwehr, plus 9 Abwehr. Ring des Schutzes, plus 9 Tapferkeit, Reflexe und Wille, das sind so 3 weitere Abwehrwerte offenbar. Schriftrolle des Mahlstroms. Diese Schriftrolle ist mit geprägten Siegeln einer Gewitterwolke versehen. Sie beschreibt einen Zauber, durch welchen der Wirker einen verheerenden Wirbel aus Flammen, Eis, Blitz und Korrosion schaffen kann. Wie kann ich mir einen Korrosionswirbel vorstellen, aber gut. Rollen... Kann man Schriftrollen ins Zauberbuch übertragen? Ich glaube fast ja. Die Preise würden es hergeben. Ein Eschenholz-Kamee. Kann ich mir gerade so leisten. Was ist das denn bitte? Nutzung 1 pro Ruhephase. Dieses aufwendige Stück wurde aus einem einzelnen kleinen Stück Eschenholz gefertigt. Ein Relief ist in die Vorseite geschnitzt. Es zeigt eine unheimlich wunderschöne Gestalt, die unter einem großen, knorrigen Baum steht. Ihr Gesicht ist leicht seitgewandt. Den Betrachter betrachtend, als habe ich seine Anwesenheit eben erst bemerkt. Effekte, wir beschwören Delimgarn, wer immer oder was auch immer Delimgarn sein mag. Wir haben diverse Tränke hier, wir haben diverse Kräuter und Farne und Pilze und was weiß ich was alles hier und Steine auch.
sehr, sehr schön. Kann ich dir mal ein bisschen Kram verkaufen? Diesen. Ah, ne, warte mal, eigentlich will ich hier gleich groß was kannst du haben, eigentlich. Das kannst du haben. Denn die brauche ich nicht mehr, diese Schriften. Und das sind deine Zauberbücher, die kannst du ruhig behalten. Kannst du eigentlich. Nein, ich wollte eigentlich die Dietrich gerade. Ah, hast du gerade, wunderbar. Stapeln, was du auch gerade getan hast. Sehr, sehr fein. Ansonsten will ich tatsächlich gerade nichts machen. Was ist das denn hier eigentlich? Eine gute Robe. Aber halt die mal. Okay. Danke für das Gespräch. Lass uns mal weiterziehen. Du bist nicht die Händlerin, die ich jetzt unbedingt suche. Ein Justiziar ist hier. Die Schmelztiegerinnen sind aber nicht immer Soldaten gewesen. Früher nämlich waren wir Schmiede. Ja, das ist doch ein super Einstiegssatz. Und wer bist du? Du bist Narma. Hail Traveler. Sehr gegrüßt, Reisende. Möchtest du Proviant für deine Reisen kaufen? Oh ja, warum nicht? Was hast du denn so? Jede Menge Dinge. Also jede Menge Essen, okay. Und Campingbedarf. Das finde ich ganz nett. Aber gut, also ich werde jetzt mal kurz das Angebot ein bisschen überprüfen. Hilde zum Beispiel ist jemand völlig Unwichtiges. Ebenso wahrscheinlich wie Lenkin Großsturm. Aber Igrun, der sieht mir aus, als ob du was Good Feines zu day to verkaufen you. hast. Ja, die Stimme passt genau zum Mann. Igrun steht hinter einem Stand und poliert ein Breitschwert. Das gemusterte Fleisch um seine Augen herum ist alt und faltig. Die Muskeln in seinen Armen sind knotig und mager. Doch hält er die Waffe ohne jede Mühe. Er blinzelt dich an. Willst du dich umsehen? Willst du in ganz Trutzbucht kein besseres Angebot an Waffen und Rüstung finden? Außer bei Sonild, versteht sich. Er grinst schief. Was ist an Sonild so besonders? Sie hat ihren Laden in der Expeditionshalle. Er deutet mit dem Daumen über seine Schulter. Sie verkauft die beste Ausrüstung der Stadt, aber Venan hält sie an der kurzen Leine. Ihre edlen Waren sind reserviert für angeheuerte Expeditionsteilnehmer, Mitglied der Dutzenden und alle anderen, an denen er Gefallen findet. Na gut, dann zeig mir erstmal, was du zu verkaufen hast. Du hast jede Menge Hardware, nächstes Mal. Das finde ich ganz nett. Vielleicht kannst du ja mal. Warte mal, du hast. Vielleicht kannst du eine bessere Rüstung oder sowas finden. Hast du Rüstung überhaupt? Warte mal. Vielleicht klicken wir mal Rüstung an. Was hast du gerade für eine Rüstung? Klicken wir es einfach mal an, dann. Oh, warte mal. Wir werden einfach mal hier irgendwas anklicken, sehen wir gleich den Vergleich. Du hast eine Schadensreduktion von 12, einen Plattenpanzer. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Daran müssen wir uns orientieren. Unser Tank kann wirklich eine gute Rüstung gebrauchen. Eine Kettenrüstung ist wahrscheinlich nicht besser. Schadensreduktion 9, eine Rohhaut, ein Schuppenpanzer vielleicht. Nein, all deine Rüstungen sind schlechter als die, die ich bereits habe. Du hast schon am Plattenpanzer auch 12. Und Stolz der Pike, Schadensreduktion 7. Warum bist du so teuer? Wahrscheinlich hast du eine Verzauberung. Ja, Verzauberung 3 von 14. Ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen, was diese ganzen Verzauberungen bedeuten. Ach, plus 9 Wille. Ach ja. Ein junger Erdyraner, der in einer Fischerfamilie geboren wurde, beschloss eines Tages mit der Tradition zu brechen und stattdessen zum Schwert zu greifen. Er schwor, dass er größeren Reichtum finden würde, als er seiner Familie je beschieden war. Als es seiner Familie je beschieden war, eigentlich. Als er aber nach Gelegenheiten suchte, sich zu beweisen, wurde er oft verspottet. Denn er kam aus einer einfachen Familie, die nie etwas Bemerkenswertes geleistet hatte. Entmutigt kehrte der Bursche nach Hause zurück, wo seine Familie ihre dürftigen Ersparnisse zusammengekratzt hatte, um ihm eine Rüstung fertigen zu lassen, die ihn bei der Erfüllung seines Herzenswunsches beschützen sollte. Der Bursche bat den Schmied, eine glänzende Schuppenrüstung zu fertigen, so hell wie die blitzenden Schuppen eines Fisches und ebenso leicht und schnell. Er nannte sie Stolz der Pike und wenn er sie trug, so war er immun gegen alle Beleidigungen, die seine Zweifel ihm in den Kopf warfen. Das ist natürlich ganz praktisch. Minus 50% Betäubungsdauer, minus 50% Dauer der Niedergeschlagenheit und minus 35% Erholungsgeschwindigkeit. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sehr angenehm. Hast du denn auch coole Waffen, die vielleicht ihm helfen könnten? Arm des Teins. Oh. Du hast gerade sesshaften Ernte. Das bringt. Ach, das ist eine Zweihandwaffe, nicht wahr? Einzigartige Pike 2. Zweihändig sollst du nichts nehmen. Die Damenhand. Ein Zepter, zweihändig. Okay, 12 bis 19 Schmetterschaden. Was ist natürlich besser als das, was du gerade hast. Boah, ich klicke dich mal. Ich klicke dich mal an. Möchte eher die Damenhand haben. So, vergleichen wir das Ganze mal. Du hast ein kleines Beil gerade, was wahrscheinlich relativ schnell ist. 11 bis 15 Schaden, Genauigkeit gegen Abwehr und Unterbrechung 0,35. Das ist 0,5. Du bist schnell, du bist auch schnell. Reichweite ist aber hier 10 Meter. Hier nicht, also eine Fernkampfwaffe. Oh. Oh, okay. Arkebuse, diverse Bögen, Panzerbrecher. Ich glaube, da muss ich mal richtig auseinandersetzen hier. Wenn ich mal den Muss dafür habe. Vielleicht dein Großschild. Vergleichen. 16 Abwehr, 16 Abwehr. Ach, dein Großschild ist genau das gleiche wie eine Speisekammertür. Dann behalte die Speisekammertür, die ist irgendwie stylischer. Hast du noch irgendwelche anderen Gewände? Ah ja, genau. Bring die Helme jetzt mal vielleicht irgendwas Sinnvolles. Außer.
einen schönen Kopf. Der Dunrit-Dämon plus 2 Intelligenz. Oh, Gaswin war einer der Brischall-Gewinn von Eirglanfat, die auf die um das Jahr 2785 AI von Besedern aus dem Dürrwald ausgebildet wurden. Alle, als 15 Jahre später die Dunrit-Straße gegründet wurde, schlossen sich der neuen Einrichtung als eines der ersten Medien überhaupt an. Obwohl sie für eine Orlanerin relativ alt war, war sie eine der engagiertesten und fähigsten Agentinnen der Dunrit-Straße. Sie wurde Dunrit-Dämon genannt, wegen ihrer gnadenlos methodischen Vorgehensweise. Sie war ganz Trutzbuch berüchtigt, dafür mit ihren Helmen durch die Straßen zu streifen und auf der Suche nach Hinweisen und Verbindungen. Als der Krieg des Heiligen endete, war sie über 40 und wurde in die Götterhammer-Zitadelle geschickt, um nach Spuren von St. Weidwens zu suchen. Sie kam niemals dort an. Jahre später wurde ihr Helm auf der Straße von Echo-Schlucht gefunden. Ah ja, interessant. Hier kann man also, ach warte mal, hier kann man also die coole Ausrüstung kaufen. Kann ich dir eigentlich gerade irgendwas verkaufen? Aus der Truhe habe ich da gerade irgendwas... Ne, habe ich nichts mehr, habe ich schon alles letzten Mal verkauft. Völlig in Ordnung. Ich hatte das jetzt nicht großartig vor, jetzt hier ewig mir Gegenstände anzugucken oder beziehungsweise mich groß hier aufzurüsten. Weil an sich finde ich momentan meine Ausrüstung gar nicht mal so verkehrt. Jetzt die Überlegung wäre natürlich, ob ich den Leuten ein paar bessere Fernkampfwaffen mal irgendwann bringe. Aber momentan ist das nicht unbedingt nötig. Schauen wir erstmal kurz hier rein. Wir finden Salz oder sowas. Ne, Zucker. Ach, hätte ich auch schmecken müssen. Und ich würde sagen, wir schauen uns... wir schauen uns in der nächsten Folge mal hier in den Expeditionshalle um. Dort soll ja auch eine Händlerin sein mit besserer Ware. Vielleicht finden wir darin ja eine bessere Rüstung für Eder. Ich versuche es immer so stückchenweise, Stückchen für Stückchen aufzurüsten. Also vielleicht bei Eder zuerst und dann immer so weiter und immer so fort. Wenn ich gerade nicht irgendwas Feines finde. Damit ich jetzt sozusagen nicht immer ganze Ausrüstungsfolgen gleich mal habe. Da ich mich momentan sowieso nicht so wahnsinnig gut mit den ganzen Ausrüstungen und mit den ganzen Werten hier auskenne. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.